Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Replay von Tenchu 2. Und genau, ich mache hier auch direkt weiter. Ja, ich nehme heute, glaube ich, sogar das ganze Ende von Rikimaru auf, weil heute ist Freitag und ich bin früher von der Arbeit nach Hause gekommen. Und genau. Wir waren ja beim letzten Mal hier in dieser Kansen-Kaverne. Davon brauche ich keine. So. Wir waren ja im letzten Mal in dieser Kansenkaverne angekommen, in dieser Höhle quasi in dem Bambuswald, und wir wollen ja Tatsumaru verfolgen. Und genau, wir sind jetzt auf seiner Spur und würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was jetzt hier in der Höhle ist. So. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass hier der Hund draußen war. Aber irgendwie ist der da nicht. Nicht mehr, der ist weg, keine Ahnung. Ja, da sind diese Bambus. Da waren wir beim letzten Mal hier im Bambuswald. Genau. Ja, ich spiele wieder hier Tenchu 2 schön. Nach der Arbeit. So wie es eigentlich jeden Tag ist. So. Das ging nicht anders. Dass man hier ins Wasser planscht, das ging nicht anders. Weil halt. Nein, 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 nicht raus! Um Gottes Willen, Rikimaru, nicht raus da. So. Da ist ein Gegner. Seht ihr das? Ach, das sind diese Typen. Aber die sehen anders aus, glaube ich. Genau, dann erledige den mal. Den da mache ich aber mit dem Blasrohr kaputt. Wenn es denn geht. Und tschüss. Aber ich kann mich noch erinnern, dass in diesem Level, da waren hier ist auch noch sowas. Auch noch ein Bereich. Und ich gehe erstmal hier hin. Weil hier sind auch noch Gegner. Nein, das wollte ich eigentlich vermeiden, ey. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Fuck. Naja, ist nicht schlimm. Es ist nur ein bisschen nervig jetzt da hochzukommen, aber ja, da muss ich wohl oder übel schwimmen. Aber ich mag das Schwimmen hier nicht, ey, das ist so, weil er immer so komisch springt. So, jetzt da oben ist der Gegner, aber ich gehe noch nicht hoch. Ich warte erst mal, bis der sich umdreht. Ah, das ist wieder diese komische zugenähte Fresse. Schaut euch das mal an. Könnt auch beim Karneval mitmachen, der Typ. 11.11. ist leider schon vorbei, mein Freund. So. Ja, schön geduldig spielen. Das ist vor allem hier in diesem Level auch wieder das oberste Gebot. So. Na, das hat nicht geklappt mit dem Kill von unten. Da ist jemand drin. Wo ist der? Wo ist der? Hä? Wo ist der? Hier ist jemand drin, das weiß ich. Hä? Oder auch nicht. Was gibt's denn hier noch? Was ist hier? Frage ich mich jetzt ernsthaft. Was gibt's hier noch? Ich glaube nichts, ne? Ach, da oben. Ah, da ist eine Lücke. Seht ihr das? Da kann man rein, genau. Aber was ist hier? Hier ist nichts. Oder bin ich jetzt nur zu blöd, um das zu sehen? Nö, hier ist einfach mal nichts. Das ist ein bisschen dunkel hier gerade, weil die Sonne so scheint draußen. Aber ich glaube, hier ist. Ah, doch, hier ist was. Ah, okay. Seht ihr, ich wusste es doch. So, da aufpassen. Man kann diese Bombe auch, glaube ich, mit einer Granate aktivieren. Zack. So, dann ist die erstmal da weg. Ja, ich weiß, da ist erstmal hier dim-de-dim, aber Hauptsache, die Bombe ist weg. Oh Mann.
Ich habe ein Schwert gehört. Zack. Genau, da oben. Es war kein Schwert, aber... So, komm, 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 komm. Oh! Hat die sich wieder rumgedreht, ey. Vogelfresse. Naja. Okay. Nein, das wollte ich wieder nicht. Ah, ich habe mich wieder verdrückt, ey. Mann. Boah, übertriebenes Level wieder. So, schauen wir einfach mal. Ja, wie gesagt, heute vielleicht drei Parts beziehungsweise anderthalb Stunden von mir. Aber ich werde noch mal gucken müssen, wann ich das hochlade. Weil ich glaube nicht, dass das alles heute hochzuladen ist bei der Videogröße und bei der Qualität. Ich probiere es ja in Full HD aufzunehmen. So, da ist der Gegner. Da! Da ist er. Da bist du. Axthände. Oder was auch immer. So, zack, zack. Wieder der obligatorische Kill von unten. Habe ich ja im letzten Mal schon erwähnt, dass bei jedem Video muss dieser Kill dabei sein. Aber der hat keine Items, okay. Nö, dann würde ich sagen, können wir wieder da hoch gehen. Nein, oh Mann! Shit, Mann. Oh, geh da hoch jetzt, Ricky Maro, komm schon. Danke, dass du mich nicht im Stich lässt. So. Nur dann hier hoch. Ah, da ist noch ein Gegner da. So, jetzt hier hoch, genau. Hier war jetzt nämlich noch diese Leiche und da würde ich ganz gerne, wenn die noch da ist, ja, die ist noch da, Items klauen, wenn es geht. Pass auf, jetzt klaue ich Items und jetzt sieht mich wieder jemand, wa? Nee, okay. Ich glaube, jetzt kommt auch so eine fiese Stelle wieder. Da sind irgendwie zwei Gegner. 73, wo? Da! Da! Ne. Vergiss es, Fräulein. So. Oh Mann, ey, was ist das denn? Was ist das denn für eine blöde Route? Jetzt kommt die bestimmt hier hin, wa? Nein! Oh Gott! Oh Gott! Alter! Mensch, ich glaube, ich muss hier lang. Oh, ey, was für eine... Was für eine Route? Ey, jetzt mal ehrlich. Wie soll man die kriegen? Oh, ist das schwierig, Alter. So, jetzt kommt die wieder hier hoch, okay. Wo bist du? Da unten bist du doch. So. Komische Schnabelfresse. Oh, die springt hier hoch, okay. Oh mein Gott! Alter! Ne, wie soll ich die killen? Das geht nicht. Vielleicht jetzt. Ja, jetzt. Boah, ey. Boah, war das krass. So. Jetzt ist da unten noch einer. Genau, da seht ihr das. Den mache ich aber mit dem Blasrohr. Ach, komm schon. So, zack. Genau. Da sind diese Items da. Ah, hier ist nämlich einmal diese Dinger und es ist noch ein Gegner und zwar hier oben. Genau da seht ihr das. Oh mein Gott. Alter Schwede. Ah. Oh, zack. Ah, ich habe lange nicht mehr den Kill von oben gemacht, aber es ist... Ja, schwierig, den Kill von oben zu machen, wenn man nicht entdeckt werden will, ne? So, ich glaube... Hier unten war ja keiner mehr, ne? Weil hier drunter, da ist so ein Zaun und dahinter läuft auch ein Gegner rum. Oh, was liegt denn da? Das ist ja nett. Ein Skelett einfach mal so. Okay. Nee, ich glaube, wir müssen... Ah, was ist das denn?
Ja, nice. Ist ein Wasser drin, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, korrekt. Richtig gut. So, jetzt müssen wir hier weiter. Ah, komm schon. So, komm. Nein, das war scheiße. Oh mein Gott. So. Hier ist nämlich eine Falle. Lauf. Ah, fuck. Ein Pfeil im Arm und der läuft einfach so weiter. Okay. Ja, da muss ich jetzt aufpassen, weil die Stelle ist auch schwer. Ich nehme mal ein Blasrohr. Weil ich will echt nicht entdeckt werden. Nicht schon wieder. Kommt noch einer? Ah, ne, kommt keiner. Aber da. Da. So. Dreh dich. Oh nein, nicht hier hindrehen. Vogelkopf. Warum haben die Vögelköpfe? Ich weiß das nicht. So, komm, Blasrohr. Und zack. Genau. Hier ist keiner in der Nähe, das ist gut. Oh mein Gott, doch, jetzt kommt einer oder was? Oh, schnell weg. Wo bist du? Ah, die Gegner verschwinden manchmal, das ist so blöde. Ah, der ist wahrscheinlich da hinten irgendwo. Ah, ich hab so Schiss, ey. Da ist der! Okay. Dreh dich nicht. Oh, zwei Stück! Zwei Stück, nee, ich kill erstmal den Pfeiltypen da. Boah, Alter. Was ist das denn? Zwei Gegner hier. Boah, ey. Das ist... Da ist er. Da! Er hat die Leiche entdeckt. Okay. Einfach abwarten. Einfach geduldig sein und abwarten. So. Das war nämlich klar, dass der den sieht. Zack, habt ihr das gehört? Wo bist du, Wolverine? Da bist du, Wolverine. Oh mein Gott. Ach, der läuft wieder so komische Routen. Zack. So. Mein Gott. Hier ist irgendwo noch einer. Boah, drei Items, das ist gut. So. Okay. Ah, hier wahrscheinlich. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ja, da ist der. Wie komme ich da hin? Oh Mann, und ich habe keine Blasrohre mehr, ey. Das ist doch blöd. Vielleicht hier irgendwo. Oh, scheiße, aufpassen. Ah ja, hier muss ich auch aufpassen. Hier sind nämlich ganz viele Bomben. Seht ihr das? Kann man die vielleicht mit einer Kettenreaktion auslösen? Ne. Aber guckt mal, da liegt die Granate noch rum. Seht ihr das? Die Granate liegt da noch rum. Geht die in die Luft, wenn ich da drauf gehe? Hä? Okay. Ja, geil. Dann mache ich das so. Ah, shit, jetzt ist die weg. Okay. Egal. So. Wo bist du? Gegner. Ich kann mich jetzt nicht hier rollen, weil hier sind noch tausend andere Bomben. So, wo ist der? So, wo bist du, Freund? Oder eher Feind. Ah, hier ist doch das Dings da, was ich eben gesehen habe. Okay. Alles klar, dann sollte der doch in die Richtung sein, ne? Oh mein Gott. Oh. Shit, ey. Nein, roll dich doch nicht. Ah, das ist das Blöde, wenn man zweimal rechts rückt, dann rollt er sich. Ach, der geht wie so eine komische Abfahrtroute. Okay. So, jetzt. Zack, genau. Ich traue mich nicht, den Kill von oben zu machen, weil ich dann Angst habe, dass die mich sehen hier. Da ist wieder Schnabelfresse.
So, aber irgendwo hier war doch auch das Item, die Box. Hier ist nämlich auch eine Item-Box. So, zack. Okay, das war's mit dir. Ah, die hat ein Blasrohr, sehr gut. Oh man, ich darf nicht da in diese scheiß Glocken reinlaufen, ne? Ich glaube, das war doch hier, oder? Da ist er. So. Ich nehme mal wieder das Blasrohr. So. Zack. Da ist direkt noch einer. Ach, der pennt. Ah, ja. Korrekt. So. Zwei Gegner wieder hier. Wer hätte mich gesehen, wäre der andere auch aufgestanden. So, schön viele Items hier. Aber die Blasrohre, ja. Die brauche ich halt, ne? Ah, hier oben ist das doch. Oh, hier ist noch ein Gegner. Da. Eine Schnabelfresse, so. Genau, die hat aber nichts. Da. Oh mein Gott. Boah, hab ich mich erschrocken gerade, ey. Wo kommt die denn her? Boah, ey. Alter, ist keine Frau. Ist das ein Mann oder eine Frau? Weiß ich nicht. Ist ein Zwitter oder so. Ja, da ist der Kill von oben. So, es hat sogar funktioniert. Da habe ich mich mal getraut. So, da ist die Kiste. Was ist das? Was ist das? Ja, das ist auch was ich nicht benutze eigentlich. Das ist so Blendungsstaub. Das heißt, wenn die Gegner irgendwie auf dich zukommen, dann schmeißt du das einmal, dann sind die erstmal geblendet. Ohohoho, okay. Egal, die kill ich jetzt mit dem Blasrohr. So, weg mit dir. Ja, wie ihr merkt, ich benutze das Blasrohr sehr gerne. So. Die hat auch wieder eins, das ist gut. Ich muss mal überlegen, weil hier ist das Levelende. Habe ich alle Gegner gekillt? Ach nee, das sehe ich ja erst, wenn... Ah, okay. Ich kann ja mal dann in diese Dinger reinlaufen, aber noch nicht. Ich gehe erstmal weiter. So, was gibt's denn hier noch? Ah, hier. Stopp, stopp, stopp. Nein. Hier sind doch noch Gegner. Oh, Mann. Ich hab Angst, ey. Oh, Gott. Wo denn? Wo denn? Ach, da! Okay. Alles klar. So, da ist er. Ah, ich traue mich nicht dahin. Oh Mann, seht ihr, die drehen sich nämlich immer. So, der sieht mich hier nicht, kann er auch gar nicht. Wenn ich jetzt aufstehen würde, würde er mich sehen. So. Alles klar. Oh nein, das geht so nicht. Ah, okay. Oh, was geht der für eine behinderte Route? Wie sieht der überhaupt aus? Was haben die für Kostüme da an? Oh, ist das scheiße, Mann. So, jetzt aber komm, 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 komm. Und yes. Und Kopf ab. Der hat quasi seinen... Ja, der hat vor lauter Arbeit seinen Kopf verloren. Sozusagen. So, schauen wir mal weiter hier. Bis jetzt wurde ich noch nicht entdeckt, ey. Toi, toi, toi. Was macht der denn? Okay, cool. So, wo ist der Gegner? Da! Komm schon. Ja, getroffen. Sogar Headshot, glaube ich. Dankeschön, ey. Ich habe zwar alle Blasrohre verschwendet, aber... Ja... Das ist auch echt nötig hier in dem Level. So, ich gehe jetzt nochmal zurück. Ich laufe jetzt nochmal in so ein Ding rein. In solche Glocken.
Und schau mal, ob es hier noch einen Gegner irgendwo gibt. So, geh weiter, da ist doch eins. Schauen wir mal. Ne. Ich habe alle hier gekillt. Oh, das wird bestimmt eine gute Statistik, ey. Wenn ich jetzt nicht Ninja-Meister, wenn ich jetzt keinen Großmeister habe, ne? Oder wartet mal. Hier rechts war doch auch noch was. Ach nee, das ist das Ziel. Ja, okay, dann geh rein. Genau, zack, Cutscene. Das war doch erfolgreich. What is that? Ich habe mal den Sound ein bisschen runtergedreht. It's almost finished. The most powerful warship in history. Finally, my dream becomes real. A world ruled by ninja. Exactly. We'll no longer be forced to hide in the night like thieves. We will decide how we live and how we die. Lady Kagami! Stop shouting! I'm talking to Sayu. I'm sorry, Lady Kagami. What do you want? There is an intruder in the cave. Probably an Azuma ninja. Great. That's all we need. Listen up. We're moving the schedule forward. Prepare to launch the ship immediately. Our first target? Goda Castle. Yes, my lady. Seiru, do you know why we're going to destroy Goda Castle? Our sole purpose in life has been to serve in the endless war between Toda and Goda. But now, Toda is gone. Goda is the only thing standing between us and freedom. If we are ever to cast off the chains that have shackled our spirits for generations, then Goda must be destroyed, no matter what the cost. Now come on, it's time to board the Fire Demon. We stand at the dawn of a new era. Oh, sehr schöne Cutscene. I'll warn the castle. You stay with the ship. Agreed. Die rennt aber schnell. Yes, Großmeister, ja Mann. Oh, das war doch mal geil, ey. Jawohl, Großmeister. Okay, weiter. Das war doch erfolgreich. So. Ja, der brennende Morgen will das Schloss Goda angreifen, weil von da, laut Kagami, weil da die Wurzel an allen Übels ist. Und das ist komisch. In der letzten Cutscene haben sie gesagt, eine Ninja-Nation. Jetzt sagen sie, eine Welt regiert von den Ninja. Also, keine Ahnung, was die wollen. Akt 3, Solitude, weiß ich jetzt nicht genau, was das heißt. Habe ich vergessen. Oh. After running day and night, Rikimaru reaches Goda Castle before the Fire Demon. Lord Goda calls an emergency meeting of the nobles of the House of Goda. Genau, Rikimaru ist jetzt zur Festung Goda gelaufen. Ja, gelaufen tatsächlich. Um die halt zu warnen. Und die haben jetzt eine Konferenz einberufen. Schauen wir mal. Weil die wollen die halt angreifen. Mit dem Schiff, was wir da gesehen haben. We need to find a way to stop the Burning Dawn and their giant warship. Our troops cannot fight it from land. Maybe we should send our fleet. Our boats are too small. They'll be blown to bits long Enough. Before they get near the Fire you Demon. You talk as if we have already lost, before the battle has even begun. Have you forgotten that you are warriors? They're here.
assault on the enemy vessel myself. Prepare my ship. Lord Goda, I'm going to board the enemy ship. I'll come back with Kagami's head. Take care of yourself, Rikimaru. You're too valuable to lose. I'll see you when it's all over. Yes, my lord. Okay, warum war da ein Erdbeben? Egal, die Seeschlacht. Und ja, genau. Wir wollen jetzt quasi auf das Schiff gehen von Lady Kagami und die da. So, 5 hiervon. Das reicht. Ist klar. Nee, ich glaube vorletztes Level, beziehungsweise letztes Level. Das Level ist zweigeteilt. Und ja, genau. Ja, würde ich sagen, fahren wir direkt an, ne? Also wir sollen jetzt auf das Schiff und Kagami abwehren, sozusagen. Und ja, halt sehr viel Wasser. Und warum gab es da eben ein Erdbeben in dem Schloss? Ich weiß es auch nicht. So. Aber der brennende Morgen hier hat tatsächlich eine Kugel abgefeuert, sozusagen, auf das Schloss. Und ich merke gerade, ich sollte eigentlich mal einen Schnitt machen, ne? Bevor ich das nächste Level anfange, habe ich das voll vergessen, aber ist egal, dann mache ich den halt jetzt. Dann würde ich sagen, mache ich mal kurz einen Schnitt hier und jo, sag mal bis gleich, ne? Tschö, tschö.